Willkommen! In diesem Video lernen Sie das Bildungsverständnis kennen, das Flexik seinem didaktischen Konzept zugrunde gelegt hat. Dabei ist zuerst festzuhalten, dass Flexik keinen expliziten Bezug seiner Didaktik zu bildungstheoretischen Überlegungen herstellt, keinen Bildungsbegriff entwickelt und auch keinen Bildungsbegriff verwendet. Der Bildungsbegriff wird von ihm abgelehnt, weil die in den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland vorherrschende geisteswissenschaftliche Pädagogik wenig Bezug zu praktischem Unterricht herstellt und sich auch nicht um den Erfolg oder Misserfolg praktischen Unterrichtens kümmert. Daher stellt Flexik statt des Bildungsbegriffs den Lernbegriff in den Mittelpunkt seiner didaktischen Überlegungen. Das ist für seine Zeit typisch und wird etwa auch im Ansatz von Heilmann so vertreten. Didaktik ist vor diesem Hintergrund für Flexik nicht in erster Linie ein philosophisches, sondern ein praktisches Problem. Er betrachtet Didaktik als die Beschreibung von erlernbaren Tätigkeiten, die allerdings sehr wohl in ihrem historisch-kulturellen Kontext zu verstehen ist. Damit entwickelt er seine Didaktik weder als Ableitung aus einer aus Prämissen und Prinzipien deduzierten Bildungstheorie, noch als eine durch empirische Messung zu validierende Handlungsform. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Unterrichtspraxis. Der Didaktik kommt die Aufgabe zu, Begriffe und Methoden bereitzustellen, mit denen unter Berücksichtigung kultureller Kontexte und der beteiligten Individuen das didaktische Handeln erfolgreich gestaltet werden kann. In seinen didaktischen Überlegungen nimmt Flexik nun aber durchaus Konzepte auf, die sich auch in bildungstheoretischen Ansätzen finden. So versteht er zum Beispiel seine Didaktik als im historischen Kontext stehend. Der Beitrag pädagogischen Handelns zur Identitätsbildung wird von ihm diskutiert und die anthropologischen Voraussetzungen werden reflektiert. Dabei kommt durchaus auch einmal der Ausdruck Bildung vor, der allerdings nicht als Begriff verwendet wird. Anstelle des Wortes Bildung verwendet Flexik gelegentlich den Ausdruck Identität. Dabei wird Identität als notwendiges Moment des Wissenserwerbs vorgestellt, aber nur kurz als etwas auf die Gemeinschaft Bezogenes skizziert. Eine weitergehende Analyse findet sich nicht. Flexik betont allerdings die kulturellen Kontexte der Didaktik. Indem er den kulturellen Kontext, in dem Pädagogik stattfindet, thematisiert, grenzt er sich von Ansätzen ab, die das Subjekt als alleinigen Ausgangspunkt pädagogischer Überlegungen setzen. Eine gesellschaftskritische Position nimmt Flexik dabei allerdings nicht ein. Es geht ihm nicht um die emanzipatorische Überwindung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und es geht ihm auch nicht nur um die Kenntnisnahme der vorfindbaren Strukturen. Vielmehr rückt die gemeinsame Gestaltung von solchen Strukturen in den Mittelpunkt, da nicht nur das didaktische Design, sondern auch die Partizipation der Lernenden betont wird. Flexik begründet Didaktik nicht bildungs-, sondern lerntheoretisch. Mit dem Lernbegriff wird dabei nicht nur die Didaktik begründet, sondern die Didaktik zugleich als erlernbar verstanden. Didaktik wird dabei auf die Identität des Menschen im kulturellen Kontext bezogen gedacht. Im Mittelpunkt steht die vernünftige gemeinsame Gestaltung von Lernprozessen. Flexik rückt mit seinem Konzept nicht die Orientierung an einem bestimmten Menschenbild in den Mittelpunkt, sondern die kontextberücksichtigende Organisation von Lernprozessen. Dabei werden die Kontexte, vor allem die kulturellen und politischen Kontexte, zur Kenntnis genommen, aber nicht kritisch hinterfragt. Diese Position ist vielversprechend, wenn es darum geht, Lernprozesse in einer bestehenden Gesellschaft zu gestalten und zu entwickeln. Wenn die Kontexte nicht mehr kritisch hinterfragt werden, kann das allerdings problematisch sein. Auch wenn Flexik durchaus einmal von Partizipation oder Solidarität redet, werden diese Begriffe nicht weiter diskutiert oder in der weiteren Entwicklung der Didaktik berücksichtigt. Wenn die kulturellen und politischen Rahmenbedingungen problematisch werden, gibt es daher keine Grundlage, um diese zu kritisieren. Die didaktisch Tätigen sollen und können dann auch nur eine eng begrenzte Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Sie sind verantwortlich für den jeweiligen Erkenntnisstand entsprechender Handlungen. Für die Vermittlung staatlich festgesetzter Ziele, die ethisch bedenklich sind,
können sie aber nicht verantwortlich gemacht werden. Für die Bildungswissenschaft im deutschsprachigen Raum haben nun vor allem die Nationalsozialisten grausam demonstriert, dass es nötig sein kann, staatlich gesetzte Ziele und Inhalte abzulehnen. Dabei ist im Extremfall sogar Rechtsbruch zu verlangen. Ebenso kann das rechtskonforme Handeln nachträglich bestraft werden, wenn das Gesetz, wie Gustav Radbruch in der Radbruchschen Formel festhält, unerträglich ungerecht ist und die Gleichheit der Menschen bewusst verleugnet. Auch wenn etwa im Dritten Reich der Mord an Sinti und Roma zulässig war, ist es möglich, die Täterinnen und Täter für ihre Handlungen nachträglich zu bestrafen. Es besteht also eine Differenz zwischen rechtskonformen, staatstreuen Handlungen und ethisch begründeten, moralischen Handlungen. Diese Differenz wird übergangen, wenn die kritische Reflexion der Kontexte nicht hinreichend berücksichtigt wird. Relevanter für die Pädagogik sind nun meist keine Extremfälle, sondern die Differenz zwischen den Interessen der Menschen und denen des Staates. Diese Differenz ist aber pädagogisch nicht zufällig oder irrelevant, sondern muss gerade in Demokratien immer wieder neu bestimmt und diskutiert werden. Eine Diskussion, die in der Didaktik allerdings kaum geführt wird.